François Poncet und der britische Hohe Kommissar Sir Frederick Miller verkünden vor der internationalen Presse das Ende des Besatzungsstatuts. Mit ihrer Unterschrift gewähren François Poncet, James Conant, der letzte amerikanische Hohe Kommissar, und Miller der Bundesrepublik Deutschland die Souveränität. Der Sitz der Allied High Commission wird am nächsten Tag zur amerikanischen Botschaft. Aus den hohen Kommissaren werden Botschafter ihrer Länder. Konrad Adenauer, der auch der erste Außenminister der Bundesrepublik ist, nimmt noch am selben Tag die Beglaubigungsschreiben des Franzosen und des Briten entgegen. Gleichzeitig werden die Verträge zur Aufhebung des Besatzungsstatuts ratifiziert. 1955, Saarlouis im Saarland. Die französische Straße. Massenhaft Plakatanschläge filmt der junge Drogist Karl Hans und präsentiert eine eigenartige Parteienlandschaft, die des noch teilsouveränen Saarlandes. Jede parteipolitische Richtung gibt es hier zweimal. Ist man gegen den Beitritt zur Bundesrepublik, wird man als Separatist denunziert. Der Dicke muss weg, ist der Slogan der sogenannten Heimatparteien, der Beitrittsbefürworter. Der Dicke ist Johannes Hoffmann, der saarländische Ministerpräsident, der in der Abstimmung am 23. Oktober 1955 für eine europäische Sonderrolle der Saar plädiert. In einem Wahllokal in Saarlouis. Bei einer Wahlbeteiligung von 97% stimmt mit 67% eine klare Mehrheit gegen die Annahme des Saarstatuts und damit für einen Beitritt des Saarlandes als 10. Land zur Bundesrepublik. Saarbrücken, 1. Januar 1957. Vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten wird die neue Landesflagge gehisst. Der Ministerpräsident Hubert Ney ist auch neu. Das Saarland ist nun Teil der Bundesrepublik, die erste deutsche Wiedervereinigung. Auf dem Bahnhof von Saarbrücken. Neys Kabinett aus CDU, SPD und der liberalen Demokratischen Partei Saar erwartet den deutschen Kanzler. Der reist im hochmodernen Trans-Europ-Express an. Volksauflauf vor dem Saarbrücker Hauptbahnhof. An den Tschakos der Bereitschaftspolizisten lässt sich noch die preußische Vergangenheit der Saar erkennen. Festakt im Saarbrücker Landtag. Ministerpräsident Hubert Ney. Adenauer lobt in seiner Rede die Heimkehr der Saar als friedliche Wiedervereinigung. Selbstlob der CDU zur Bundestagswahl 1957. Es war einmal vor wenigen Jahren, da ist Herr Schmidt noch Rad gefahren. Heute hat er als gemachter Mann schon lange einen Motor dran. Auch raucht er nicht mehr Ahornblätter und hat vorm Fenster nicht mehr Bretter. Denn auf dem ganzen Lebenslauf, so wie am Bauch, ging es bergauf. Nur nachts im Bett, so wie bei Fieber, denkt er noch an die Zeit der Schieber, an Fettdekaden, Fleischersatz und an die Arbeit für die Katz. Einst reiste er in vollen Zügen, nur um dem Hunger zu genügen. Nun fährt er mit stabilem Geld, geschätzt im Ausland, in die Welt. Doch da, wie soll er das verstehen? Sieht er durch Deutschland einen gehen, der fordert und schaut nicht zurück. Die Wende in der Politik. Da sagt sich Schmitz, wer hier was wendet, will rückwärts gehen und das endet doch letztlich dort, wo es begann und kreuzt den anderen Namen an. Europa ist noch nicht grenzenlos. Das zeigt die Sequenz Grenzgänger nach Holland, ein Ausschnitt aus dem Film Unser Emsland von 1957, gedreht von Walter Pieschel.
Vor allem Bewohner aus Papenburg, Aschendorf und Rhede fahren nach Holland zum Einkaufen. Eine schwierige Lage für deutsche Geschäftsleute, denn insbesondere die Ermäßigung des Butterpreises in Holland hat dazu geführt, dass der Absatz deutscher Lebensmittel in den Grenzgebieten rapide sinkt. Der Einkauf jenseits der Grenze gehört jetzt zum Alltag. Aber der gemeinsame europäische Markt ist noch eine Utopie. Die Zollbeamten kontrollieren gründlich die Pakete mit Butter und anderen Waren. Die Zollgebühr beträgt damals 2,20 Mark. Dann geht es mit beladenen Taschen auf Fahrrad, Moped und Motorrad wieder heimwärts. Albrechtsburg und Dom in Meißen. Es wird viel gefilmt in jenen Jahren, in Ost und West. Und das Material, aus dem die Filme sind, erzählt eine typische deutsch-deutsche Geschichte. 22. Juni 1958. Einweihung des Denkmals für die Opfer des Faschismus. Aufmarsch der bewaffneten Betriebskampfgruppen der Partei. Enthüllung des Denkmals, das nach einem Entwurf von Lea Grundig entstanden ist. Das Zelluloid für seine Dokumentation dieses DDR-typischen Gedenkens erhält der Meißner Amateur vom jetzt volkseigenen Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen, während die enteignete Bayer AG in Leverkusen ein neues Agfa-Werk aufgebaut hat. DDR-typische Begrüßung per Transparent. Rosa Thälmann besucht Bitterfeld im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Ein Chor der Jungpioniere ehrt die Witwe des 1944 im Konzentrationslager Buchenwald ermordeten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann. Die Kinderorganisation der Freien Deutschen Jugend nennt sich Pionierorganisation Ernst Thälmann. Es ist der 8. März 1954, Internationaler Frauentag. Seit der Gründung des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands im März 1947 werden in der sowjetischen Zone und später in der DDR die Feiern zum Internationalen Frauentag in den Betrieben und Kommunen zentral organisiert. Bundesdeutsche Kindheit 1958. Große Pause in der Dorfschule von Nartum. Schulmeister Hans Scholz und Kollege Manfred Pflock sorgen dafür, dass die unbändigen Jungen herumbalgen können. Hier tummeln sich die später sogenannten Babyboomer, Kinder, die dem Pillenknick zuvorgekommen sind. Mitte der 60er Jahre sinkt wegen des neuen Verhütungsmittels die Zahl der Geburten schlagartig. Durchschnittlich 36 Schülerinnen und Schüler hat 1960 eine bundesdeutsche Schulklasse. Der Junglehrer Manfred Pflock bekommt in 7 Jahren einen neuen Kollegen. Der Dorfschullehrer Walter Kempowski wird in Nartum zum Chronisten deutscher Geschichte. Stürmische Jugend im Osten Deutschlands. Im Kinderferienlager auf der Ostseehalbinsel Zingst an der guten Luft 1956. Diese Kinder stammen aus dem mitteldeutschen Braunkohlerevier. Wie an Ruhr und Saar, die Montanindustrie belasten dort die Emissionen der Braunkohlekraftwerke und Chemiekombinate die Luft. Die Partei und Staatsführung hat ein Auge auf ihre Jugend geworfen. Das beschert dieser alle Jahre wieder eine nicht ideologiefreie, aber mit Aktivitäten ausgefüllte Ferienzeit. Nach meiner festen Überzeugung, nach der Überzeugung eines jeden Deutschen, der die Dinge unvoreingenommen betrachtet, gibt es vor dieser konsequent fortgeführten Politik des totalitären Sowjetrusslands nur eine Rettung für uns alle. Und so stark zu machen, dass Sowjetrussland erkennt, ein Angriff darauf ist ein großes Risiko für Sowjetrussland selbst. 2. Januar 1956. Der Bundeskanzler und sein erster Verteidigungsminister Theodor Blank. Konrad Adenauer hat seiner Ankündigung einer Politik der Stärke Taten folgen lassen. An diesem Tag rücken die ersten Freiwilligen der neuen Bundeswehr in Andernach in ihre Kaserne ein. Offiziersausbildung nach den neuen demokratischen Grundsätzen der inneren Führung. Bürger in Uniform.
Dem 7. Juli gilt für die Bundesrepublik auch eine 12-monatige Wehrpflicht. Die Bundeswehr